wo die Bauern noch mit der Sense wehen und die Schäfer bei ihren Herden stehen, wo die Bäuerin noch den Schlegel schwingt und dabei alte Weisen singt. Grün das Land, was mir Herzen liegt, wo der Wind sich sanft in den Buchen weht. Grüner Land, wo ich geboren bin, nur nach dir allein steht mir mein Sinn. Schönen guten Morgen. Es ist soweit. Es wird wieder gefährlich in der Hochrhön. Menschen in Kilts und Fellen belagern das saftige Grün der 160-Seelen-Gemeinde Birks. Unter den Klängen von Pipes and Drums werden erneut die Königinnen und Könige des Hochlands gesucht. Herzlich willkommen zu den Rhöner Highland Games 2022. Ja, ich glaube, mit einem saftigen Grün war ein bisschen übertrieben. Wir freuen uns einfach, also wir, sage ich im Namen des Sportvereins Birkses, der ja die Geschichte hier organisiert und veranstaltet, möchte ich euch einfach herzlich willkommen heißen und möchte schon zu Beginn einfach ein Dankeschön rausschicken an alle Helfer, an alle Sponsoren oder die irgendwie beteiligt waren an den Games dieses Wochenende. Danke an alle. Ich fange nicht an, die Namen einzeln aufzuzählen, weil dann vergesse ich nur irgendjemanden. Das heißt, kräftigen Applaus an alle, die da sind, an alle Händler, an alle Marktstände, an alle Essen, Trinkereien und wie gesagt an alle Helfer, die irgendwie mitgewirkt haben. Dankeschön. Heute, der Tag steht im Zeichen der Teamwettkämpfe. Das heißt, so um die Mittagszeit hoffe ich, dass sich dann die Männer- und Frauenteams, wir haben hoffentlich heute 11 Männer und 4 Frauenteams vor Ort, die dann ab 13.30 Uhr, da ist der Einmarsch, dann um den Sieg heute kämpfen. Hatten wir heute Morgen schon eine erste Grenzwanderung. Ich weiß nicht, ob die Grenzwanderer wieder da sind. Seid wieder da? War schön? Sehr schön. Das hat der Jens Graf von der Pension nebenan gemacht. Und ja, und dass wir so ein bisschen jetzt in Fahrt kommen, haben wir uns ein kleines Spielchen überlegt. So, das sieht gut aus, würde ich sagen, oder? Warte. Dann würde ich sagen, auf los geht's los. Seid ihr soweit? Ja! Seid ihr soweit? Ja! Gut, 3, 2, 1, ziehen! Sehr, sehr schön. Die Kinder dürfen auch gleich da bleiben, denn zur Belohnung dürfen alle Kinder jetzt zum Puppentheater gehen. Nein. Noch nicht? Oh, das ist prima. Nein. Denn da könnte ich jetzt mal meine Sachen hier hinstellen. Ich habe nämlich gerade eben auf der Wiese so schöne Blumen gesehen. Und die würde ich gerne pflücken. Und wenn die Königin noch nicht da ist, dann habe ich mal ein bisschen Zeit. Kinder, passt hier auf meine Sachen auf hier. Ich komme auch gleich wieder, ja? Ja. Ja, das ist gut. Dankeschön.
Ich möchte kurz einfach mal jede Mannschaft vorstellen, denn wir haben heute 9 Anmelder vor, 11 Männerteams und 4 Damenmannschaften. Applaus! So, Whisky-Kassage, wo seid ihr? Ja. Feuerwehr Hünfeld! Eben schon genannt, Lass mal von der Densivilla. Grün, Knarr, Röck, Team 1 und 2. Fame Freidungen. In Team Rasur. Dann begrüßen wir die stammharten Kerle. Team Flöbel. Ah, grüß euch. Celtic Fischbach, seid ihr auch da? Und der Rügert-Clan. Und unbemannte Raumfahrt. Wo seid ihr? Dann die Hüterinnen des Schwarzen Moors. Auch bekannt als Feuerwehr. Wo sind noch alle gekämpft worden? Dann haben wir die Heinen Glas. Und die Röner Mädelspower. Ja, ihr musstet euch ganz schön sputen, ihr wart spät dran, ne? Ja. Ja, ihr Mannschaften dürft gleich starten, wenn ich hier fertig gequatscht habe, und dürft alle 10 Disziplinen durchspielen. Schlägst, dass du automatisch mehr Distanz kriegst. Wir haben auch schon einige versucht hier mit. Ja, gut. Den anderen Regen ist auch gerade nach vorne, aber kommt sie niemand. Ja, oh, oh, nein. Die Halle kann Hey!
und du bist mein Mond, und dann bin ich die Frau, und du bist mein Mond. Das Hanschen und das Gretchen. Das Blattsprechen ist bei uns hier noch weit verbreitet, vor allem hier oben bei euch auf dem Berg, in Frankenheim und in Birks. Die Jugend lernt leider nicht mehr so, wie es mal früher war, was ein bisschen schade ist. Es geht etwas verloren. Aber so ist das ja nun mal meistens. Aber wenn ich so hier in die Runde schaue, da sitzt ja alles wieder da, was Rang und Schulden hat. Ne? Habt ihr Ausgang gekriegt heute alle? Ja? Hat ihr schon Geld eingesteckt? Den Geldbüttel? Ja, das ist schon wichtig. Genau, genau. Nicht überschlägt und fällt wieder vorne ab, dann wird es auch nicht Also wir haben einen 40 Kilo Stand trainiert, aber der war ein bisschen zu kurz. Das ist der Frauenstand, ja? Ehrenamt hat ganz viele tolle Facetten und hat ganz viele engagierte Menschen, die oft hauptsächlich im Hintergrund wirken, und der MDR hat sich vorgenommen, diese Menschen auch mal in Präsenz nach vorne zu bringen, erstmal vor diese Aufstellwand hier und dann natürlich auch in Fernsehen und Radio und ins Internet. Und wir haben, wie gesagt, diesen Vorschlag bekommen, der liegt auch schon ein bisschen bei uns, aber wir haben gesagt, eben zu den Highland Games müssen wir auch hier sein, damit es sich lohnt, damit ein bisschen was zu sehen ist, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und deswegen sind wir heute hier und möchten ganz herzlich danken für dieses Engagement, sich diese Highland Games als wirklich ein Highlight hier für den Ort Birks auszudenken, da auch so konsequent dran zu bleiben, dass es die inzwischen seit 5 Jahren gibt und dass damit auch Birks als so ein kleiner Ort mit 160 Einwohnern ganz am Rande Thüringens auch in der Region und über die Region hinaus noch viel bekannter wird. Der Vorteil ist ja hier wirklich, es ist weder nach Bayern weit noch nach Hessen weit. Ich denke mal, das ist wirklich eine länderübergreifende Aktion, die hier stattfindet in Birks, diese Röner Highland Games, etwas ganz Spezielles. Und dafür ganz herzlichen Dank, Patrick Engelmann, dass diese Institution hier geschaffen wurde und den Ort, die Region mit Leben erfüllt. Das ist eine tolle Sache. Dafür möchten wir Ihnen heute ganz herzlich gratulieren und Sie auszeichnen als Thüringer des Monats Juli 2022. Denken Sie schon mal an das Jahresende Anfang Dezember. Da werden wir nämlich nochmal alle Thüringerinnen und Thüringer der Monate, die wir in diesem Jahr ausgezeichnet haben, zusammennehmen und die Chance geben, abzustimmen, welches Projekt Ihnen, unseren Zuschauern, unseren Hörerinnen und Hörern und unseren Internetnutzern am wichtigsten ist. Da kann man nochmal seine Stimme abgeben per Internet und per Telefon. Und dann wird aus den 12 Thüringerinnen und Thüringern der Monate dieses Jahres dann der Thüringer oder die Thüringerin des Jahres gewählt. Und die 3 Erstplatzierten bei dieser Abstimmung, die bekommen dann nochmal von unserem Partner bei der Aktion Thüringer des Monats, der Thüringer Ehrenamtsstiftung, eine finanzielle Zuwendung. Platz 1 2.000 Euro, Platz 2 1.500, Platz 3 1.000 Euro. Also bitte alle, die hier heute auf dem Platz sind, mitvoten und alle, die Sie kennen, dann nochmal auch dazu motivieren, mitzumachen, abzustimmen per Telefon und im Internet. Die genauen Informationen dazu, die gibt es dann
im Spätherbst, kurz bevor dann die Abstimmung stattfindet. Also ich möchte mich wirklich nochmal bedanken bei allen. Ich habe zwar jetzt die Auszeichnung bekommen, aber am Ende so ein Fest lebt von dem ganzen Ort. Und ich bin einfach glücklich, dass wir das alles so zusammen hinbekommen haben. Das heißt, danke auch an alle Helfer nochmal. Alleine schafft man es nicht. Also von daher, danke an alle. Also wenn du Ja, aber Spaß.
Thank you.
Die Eiche, das Wind deutlich sichtbar. Das sind so die Hölzer, aus denen man die Schindeln herstellt. Kiefer ist relativ ungeeignet, weil der Splint wird immer blau. Und bei der Kiefer hast du, Kiefer ist ein Splint-Reifholzbaum, der hat so einen Kern und außenrum immer so einen Splint. Das ist nicht schlimm, aber es wird blau. Das ist nicht gut im Außenbereich. Ich meine, als Möbelholz innen drin und so. Auch bei der Lerche kann man, wenn man innen drin was machen will, den Splint dran lassen. Aber im Außenbereich kommt er immer runter.
wir den, jetzt so gespalten, von aus der Richtung. Und jetzt drehen wir ihn mal rum. Gucken wir mal, was passiert. Das ist nicht ganz so deutlich, wie gesagt, er reißt nicht so schön, wie er soll. Das ist jetzt die dickere Seite. Und dann entsteht eine dünnere Seite. Wir müssen es aber jedes Mal drehen. Wie lange muss der denn ablaufen oder so? Gar nicht. So frisch wie möglich. Ich habe es gerade eben erzählt, den haben wir am Freitag runtergemacht vom Stamm. Also ich lager es ja am Stamm. Ja, ein Stück. Liegen so Stämme rum und dann macht man sich halt 2, 3, 4 solche Rammel runter da so. Je nach Schindellänge auch. Ja. Jetzt siehst du wieder dicke Seite und nach die dünne Seite. Ja. Die Spalten schon keilförmig, muss aber jedes Mal den Klotz drehen. Also wenn umso frischer es ist, umso besser Platz. Ja. Scotland the brave one in town to have a week.